Eine Entscheidung epischen Ausmaßes. Treten wir den Elfen rund um Stan, Kyle und Jimmy bei oder bleiben wir bei den Menschen, bei Cartman, Kenny und Butters? Jetzt muss man im Spiel eine Entscheidung treffen und ich habe eine Entscheidung getroffen, ja. Klar ist, Stan und Kyle, das sind echt die Vernünftigeren. Und mit Cartman befreundet zu sein, das ist echt ein zweischneidiges Schwert. In der Serie, wir wissen, er fällt einfach jedem in den Rücken und das kann eigentlich nicht gut enden. Und auch Kenny ist der zweitgrößte Arsch der Bande. Auch wenn man es ihm nicht ansieht, es ist so. Aber ich möchte Loyalität beweisen. Dank Butters sind wir überhaupt in dieser ganzen Szenerie und Cartman hat uns ausgebildet. Ich werde mich weiterhin Cooper Keep anschließen und ich hoffe, ihr seid dafür. Viele haben in die Comics geschrieben, geh zu Stan und Kyle oder geh zu oder bleib bei Cartman und Kenny. Ich finde auch Butters mit seiner Heilmöglichkeit ziemlich gut und ihr habt geschrieben, dass Kenny nach 2 Runden, nachdem er im Kampf verstorben ist, wieder aufsteht. Kenny typisch. Sehr gut. Ich frage mich, kann ich... Okay, Stan bleibt da. Er kommt nicht mit. Sehr interessant. Hab mich schon gefragt, was da passiert. Okay. Cartman, ich bleibe dir treu. Auch wenn es vielleicht ein Fehler war. Ah, you have returned. Come, Sir Douchebag. It is time to summon our forces. Simply call them here and your dedication to Koopa Keep will be complete. Bitte? Wie mache ich das? What, you? You want me to fight with you? Okay, this paladin is ready to kick some ass. Ich soll die rufen? Mit was geht es nochmal? Ich weiß es nicht mehr aus dem letzten Part. Oh, oh, oh. Climb the signal tower, Sir Douchebag. Call forth your new recruits. Ah, neue Nachricht von Pete. Und natürlich von Al Gore. Ich muss den noch besiegen. Ich muss den besiegen. Jetzt will ich gerade mal Facebook abchecken, ne? Da sind meine neuen Freunde. Alter. Weg damit. Ich bin nur hier, den Leuten zu erzählen, wie scheiße das ist. Al Gore, bitte. So. Everyone gather around! While the rest of you have been picking your respective arses, Sir Douchebag has gone out and brought help to our kingdom. Sir Douchebag, it is time to finally give you a title worthy of your deeds. By the power of Mandaloth, third born of the Red Guard, and by the glory of Crest, I hereby anoint thee Commander Douchebag, with all the rights and privileges accompanied therein. Eric! Eric! We know where the elves are hiding their stick. What? Really? We just intercepted their messages on Twitter. You mean you shot down their message, Raven? Right, we shot down their Raven. And the evil elf king is hidden a stick inside his desk at school. Of course. Kyle hid it in his desk. Citizens of Koopa Keep, we know where the elves are hiding the stick. I told you they were cheating. Now we shall march on the skew and make the hallways drip with elven blood. Huzzah! Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Kyle gelogen hat. Defenders of freedom! I thank you for your courage and your audacities in joining our fight! Tonight, we are no longer the humans or the Goths. Tonight, we unite as one! I feel like such a homo sapien right now. The humans are here! Ooh, they blew their horn! Blow ours, Butters! Guys, flank left! Goth kids, prepare to attack from behind! Und ich stehe da wie angewurzelt. Alter, ich habe jetzt Cartman auf Facebook. So, was soll ich tun? Was kann ich tun? Ich wollte eigentlich mich mal in Ruhe ausrüsten. Gut, dann mache ich das auch. Aufwertung verfügbar. Atem des Drachen. Ihr habt mir geschrieben, das ist wichtig, um die Rüstung zu lockern. Alles klar. Schlafsand. Blitzkraft. Werte ich das auf? Habe ich noch irgendwas bei den Vorteilen? Momentan nicht. Gut, wenn ich gerade keine Waffen kaufen kann, ihr habt mir dringend geschrieben. Oh yeah. Soll doch mal die... Na gut, Stab der Verschwendung. Ich guck mal, das Ziel beginnt zu kotzen und kann nicht geheilt werden. Ist sogar noch stärker, ne? Anscheinend. Der Steinhammer. Das sieht noch besser aus. Steinhammer. Okay.
Bin ja schon Level 9. Also ich sollte schon mal bei Jimbo und so gucken. Wusste nicht, dass wir uns direkt ins Getümmel stürzen, aber ist okay. So, lass mal sehen. Zerbrochene Flasche. In der Tat besser. Obwohl hier halt so viel ist, ne? Stark gegen Schilde. Perfekte Angriffe. Aber egal. Nehmen wir die zerbrochene Flasche. Passt doch irgendwie. Und warum habe ich diesen Helm auf? Diesen Magierhut? Steigert Max MP um 2. Perfekter Angriff. Okay, scheint gar nicht so verkehrt zu sein. Ich wollte mir... Oder? SWAT-Kopf? Nee. Bleiben wir erstmal so. Was tun? Es wird auch langsam dunkel hier, scheint es. Fuck the owl. Try the cafeteria. There's a door by the loading docks. Go! Es geht um den Stab. Während die Erwachsenen ganz andere Probleme haben, ne? Ich kann hier einfach mal looten, die zuvor irgendwie im Kampf verloren haben. Ist ja praktisch, man muss nicht mal kämpfen. Und die chillen trotzdem noch hier rum. So, hier rein? Nee. War das die vordere Tür? We cleared the way to the door. Your word is the command, my lord. Hey, I'm healed. Except for on the inside. Ja, okay, Butters. Destroyer of worlds. Lass mal überlegen. Go kick their ass, Sir Duchelot. I did my job. I'm gonna sit here and smile. Das ist wieder so ein Moment, wo alle, die das Spiel kennen, sich denken... Das ist also die Schulküche. Ich habe aber den Schlüssel nicht. Der hat auch nicht irgendjemand von euch, oder was? Ohne Schlüssel wird es nichts, Sir Cartman? Eigentlich nichts. Auf Token ist mir keine Hilfe. Was macht der denn da? Ouch! Hörst du mal auf, ey! I hope we don't get in trouble for this. Schon wieder ein Nazi-Zombie. Da kann ich aber meine Fähigkeiten mal ein bisschen ausprobieren. So, ich soll auch das Mana ein bisschen auffüllen. Das geht mit Y, wenn es aufblinkt oder was. Wie fülle ich das denn auf? Ihr schreibt mir das immer, ich soll endlich mal mein Mana auffüllen. Aber wie denn? Wie geht es? So, Butters. Scheiße! Boah, das war schon ziemlich stark. Okay, ich fühle mich ganz gut. Steinhammer, los. Ach du Liebe! Nee, das war nichts, das war nichts. Butters ist gut drauf heute, habe ich das Gefühl. Scheiße! Alter. Aber ihr wisst ja, das sind die neuen deutschen Stimmen, die anstatt der Adolf-Soundtracks oder Soundfiles benutzt wurden. Habt ihr denn irgendwas? Ich würde es eigentlich gerne nochmal probieren. Autsch! Ich weiß leider immer noch nicht, wie man sein Mana auffüllt, Freunde. Es tut mir echt leid. Ihr schreibt mir immer, ich soll es machen, aber keiner schreibt mir wie. Es wird bestimmt irgendwo erklärt. Da kein Zweifel. So, Steinhammer, komm, starke Attacke. Erdrüstung. Scheiße! Gib ihm den Rest, Mann! Gibt's jetzt irgendwie den Schlüssel oder so? Das wäre schon geil. That wasn't very nice. Oder war das einfach random? Tja! God damn it. Müssen wir uns was einfallen lassen? Ohne Schlüssel komme ich nicht da durch. Oder ist der hier irgendwo? Muss ich mit irgend... Ach, guck mal an! We locked it so nobody else could get in. Here. We kicked all their asses and cleared the way for you. Have at it, Hobbit. Ich kann wahrscheinlich irgendwie Butters befehligen. Yes, sir. Work it out, buddy. Isn't there a battle to wage? Ja, mehr gibt's da scheinbar nicht zu tun. Hey, was zum... Aha, nachdem er geheilt wurde, schließt er auf. Oder knackt es halt.
Das muss man auch erstmal dazu schreiben. If you're in the building, you're fighting for a tyrant. But I know there's good in you. Stop fighting for your evil lord. Free yourself from his control. Keine Chance, ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden und zu mir waren Cartman und Co. immer gerecht. Darf ich ganz kurz anmerken, dass da ein Shin-Pokémon im Ofen ist? Ah, kann ich nicht kaputt machen, das Glas? Wie komme ich denn da ran? Ich gehe erstmal weiter. Alter, die Schule ist echt. Neue Nachricht von Ferkel. Das alte Ferkel. Mann. Warum kann man in diesem Spiel wirklich keinen umbringen? Das Spiel ist scheiße. Okay. Boah, El Gore. Boah, Mann. So, ich glaube, ich muss mich hier frei furzen. Das war nicht stark genug, oder? Dragon Shout! Ey, Butters! Verdammt. Ach, hier ist eine Tür. We just got through the back. They just mowed us down like dogs, man. All my friends are dead. Oh Jesus! Boiling oil in your face. Kochendes Öl, das hat mir wirklich TP abgezogen. Fuck this shit. Oh, Butters, kannst du nicht helfen irgendwie? Das wäre schon toll. Nee, irgendwie nicht. Der hat Aua. Basketball ist eine Waffe. Kann ich hier noch was erreichen? Ich sehe jetzt nicht mehr. So, was machen wir jetzt gegen die? Es geht sogar noch weiter. Ah, da oben ist eine Aliensonde. Geil. Das kommt instant mit. Jetzt, Moment. Ja, so kommt man wohl weiter, aber ich will die trotzdem... Oder will ich die erledigen? Das ist eigentlich Wumpe, oder? Was jetzt? Kann mich die Aliensonde vielleicht... Nee. Erledige ich die anderen erstmal. Weil ich kann irgendwie nicht runterfallen. Oh, das wird ein Battle. Das wird ein Battle. Ganz bescheiden. Ja, aber ich komme mit den neuen Items noch nicht so ganz. Werde ich noch nicht ganz warm. Ich würde gerne mal gucken, was die so für Rüstung haben. Man, I could be watching TV right now. Der hintere hat keine Rüstung. Und ihr habt gesagt, Atem des Drachen ist perfekt, um die Rüstung zu schwächen. Zumal die eine Schwäche haben gegenüber Feuer. Hau, Rock. Also wie El Gore wirklich total overpowered ist. Also das habe ich wirklich bereut, dass ich die Mission schon gemacht habe. Dass er mir jetzt die ganze Zeit auf Facebook schreibt. Aber das blutet, aber ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Zerbrochene Flasche, mal sehen. Nee. Das mag zwar gut gewesen sein, aber... Ich vermisse meinen Mongolenbogen schon ein bisschen. Bisschen vermisse ich ihn. Der war geil. Ist meine Meinung. Ich kann nicht mehr nehmen. Sollte ich mich mal ein bisschen öfter heilen. So, da blinkt ja was. Was kann ich denn da anrichten? Ah, ich hätte die bestimmt auch irgendwie noch ausschalten können. Pass mal auf. Ist jetzt garantiert zu spät. Jo, ich mach's mit Butters, ja. Das typische Opfer. Es tut mir leid. Wirklich, es tut mir leid, Butters. So, ich kann zwar nach da oben, aber von da oben kann ich nicht mehr irgendwie weiter. Barricades are invincible and invisible. Oh, you're the greatest natural spellcover I've ever seen.
So wird ein Schuh draus. Okay, dann schätze ich, Butterski aus dem Weg. Kann ich damit wieder zurück? Das sind so Kleinigkeiten, wo man irgendwie... Weiß nicht. Waren für mich nicht selbstverständlich, aber egal. Nichts, was wir nicht hinkriegen. Okay, gucke ich ganz kurz erstmal. Sollte ich mir angewöhnen. Rüstung, Rüstung. Der ist ja schon down. Der ist ja schon down. Ja, da die eh eine Schwäche haben gegenüber dem Atem des Drachen, lassen wir uns da nicht lumpen. Und du direkt drauf, komm. Immer fest drauf. Ja, okay, verstehe. Geburt der Natur. Ach komm schon! Den müssen wir ausschalten. Ist ja nicht auszuhalten. Ist ja nicht auszuhalten. Jetzt habe ich Mana. Wahrscheinlich bekommt man Mana. Nee, MP habe ich nur. Sorry, kam durcheinander. Alter, jetzt habe ich ein Problem. Gut, dass Butters hier das Opfer ist. Heiltrank, ne? Muss ich mal kurz bevorzugen. Okay, komm mal her, mein Freund. Jetzt kannst du was erleben. Reicht allerdings nicht. Gib ihm den Rest, bevor er den anderen Typi wieder ins Leben zurückholt. Eieiei, okay, okay. Ich blute. I'm bleeding! Stop it. Wird knapp, soll ich's noch... Ich bin mal nicht so gefährlich. Käsebällchen für mich! Lass es dir schmecken. Und... Bums! Der Kampf gegen die Elfen. Ja. Ihr seid alle so durch, ne? Ihr seid alle so durch. Das geschieht euch nur recht, ehrlich. Unsere Seite ist genauso durch. Aber das nur am Rande. Nekromaten-Handschuhe-Ausrüstung. Ich kann gleich mal Looky Looky machen, was es so bringt. Und zwar... Handschuhe hier. Fügt 5 Rüstungen hinzu. Also ich habe das hier. Okay. Schaden gegen Zombies. Okay. Ach, warum nicht? Bitteschön. Hier noch was Geiles. Das Basketball hatten wir doch bekommen. Oh. Stark gegen Rüstung. Ziel aufs Gesicht. Aber dafür halt nur einmal. Scheint aber trotzdem stark zu sein, der Basketball. Wir gucken einfach mal. Da hinten epische Schlachten. Da oben sehe ich was. Bevor ich hier erstmal irgendwie mich ins Getümmel stürze. Na, sieh mal einer an. Okay. Maybe he wants to be friends. Ja, nein, ein Gegner. Ja gut, die Ratten, ne? Wir haben sie schon gesehen. Leave Britney alone! Die Riesenratte, die wird aber doch nicht so schwer sein, oder? Alter, Alter! Das ist schon mal ein Anfang. Und goodbye, my lord! Zermatscht wie sonst was. Erst wird Butters von den Hunden angerammelt und jetzt auch noch von denen. Was? Hab ich's nicht hinbekommen, oder wie? Fail. Nein, nein, nein. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Die Frage ist, kriegen wir die kaputt so? Obwohl. Die hat noch alles. Komm, wir sollten nicht geizen. Butters, bitte. Ach, angewidert, kann nichts essen. Ja,
Dann gehe ich auf Risiko. Ist doch nur eine Ratte, oder? Die Aussage werde ich bestimmt noch bereuen, aber es ist doch nur eine Ratte. Eat Mercy. Oh ja! Eine Ratte, die ganz schön was drauf hat. Mehr als nur Zahnbelag. Na gut. Bums. Hammer der Gerechtigkeit. Ach was. Das läuft schon. Ups. Sei denn, ich krieg's nicht hin. Was wird... Wie viel Schaden hat... Ach du Schande. Gesundheitszwang groß für mich selbst. Leute von heute, was machen wir bloß am besten? Nicht aufgeben, würde ich sagen. Ach so, eine verdammte Ratte mir irgendwie Ärger machen kann. Jetzt nicht mehr, Alter. Jetzt nicht mehr. These are the terms of your surrender. One, you will be the Owl's personal slave for a month. One month. Two. You agree that the elves are masters of the stick for all time. Three, you and... Hey, hand me the mic for a second. Three, the so-called Grand Wizard has to jump up and down continuously for 3 straight days. If he stops early, he has to start over. Ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren, was die labern. Oh, das tut mir leid. Aber hier da oben, das hat mich noch interessiert. Nee. Ups, da mache ich per Aliensonde. Hätte ich fast übersehen, das Ding. Haha! Der arme Butters, wie er mit in meine, ja, Intimitäten reingesogen wird. Runterspringen? Geht. Okay, wir haben... Oh, da ist noch einer, da ist noch einer. Was ist, was ist? Atem des Drachen. Bam! Immer schön die Rüstung runter. Butters, hau drauf, Mann! Lusche. Lusche. Komm schon! Läuft. Jetzt ein richtiger Treffer und das war's schon. Ich muss halt X drücken und gleichzeitig bin ich auf den Startknopf gekommen. Okay. Gut. Gut, 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 gut. So, Butters hat irgendwas gesagt. Die Tür ist zu, irgendwas. Ja, ich sehe da schon wieder. Aber es sind so langsam immer dieselben Rätsel, ne? Irgendwie. Da ist Cartman. Aber wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben und sage, bis dann und ciao!